Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, den Frunk elektronisch öffnen zu lassen. Mit Hilfe eines solchen Schraubendrehers und mit nur unter 30 Euro Investition. Wie das geht, zeige ich euch jetzt hier in dem Video. So ist es standardmäßig bei einem Model 3. Wenn ihr den Frunk, also den vorderen Kofferraum, öffnet, wird dieser laut aufgemacht. Aber geht natürlich nicht von alleine hoch. Ihr müsst also selber anheben. Und das ändern wir jetzt mit adaptiven bzw. mit anderen Stoßdämpfern, so sage ich mal. Nachdem ihr die Motorhaube geöffnet habt, seht ihr hier oben eine Metalllippe am oberen bzw. auch am unteren Bereich. Dahinter, in der Mitte, befindet sich eine Einkerbe, wo ihr mit dem Schraubendreher einfach hintergehen könnt und dann einfach von dieser Kugel wegdrücken und schon ist der Dämpfer ab. Dadurch, dass wir natürlich auf der anderen Seite noch den Dämpfer haben, kommt die Motorhaube nicht runter, also keine Angst. Dasselbige machen wir jetzt auf der unteren Seite. Das ist ein bisschen tricky. Da ist es ein bisschen mehr versteckt, aber auch relativ einfach lösbar. Ihr müsst diese Lippe, wie gesagt, nicht ganz weit nach hinten machen, sondern nur ganz leicht nach hinten ziehen und dann könnt ihr diesen Dämpfer entfernen. Zack. Unser Ersatzdämpfer sieht natürlich nahezu genauso aus. Achtet bitte darauf, dass die Einheit hier oben sich befindet und nicht im unteren Bereich. Dann seht ihr hier die Einkerbung passend zur Kugel. Und jetzt müsst ihr die im Prinzip hier nur noch aufstecken. Zack. Und im unteren Bereich ebenfalls. Und das war's auch schon. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite und dann ist das Ganze auch schon fertig. Los geht's. Beim erstmaligen Zumachen geht es noch ein bisschen schwerer. Grundsätzlich gilt, dass natürlich jetzt die Klappe, das ist natürlich ein Negativpunkt, schwerer zugeht, weil sie muss natürlich aufgehebelt werden. Also mit den Dämpfern ist das Schließen etwas schwerer, aber viel schwerer ist es halt auch nicht. Ihr seht, ich kann das auch locker mit einer Hand machen. Schließen solltet ihr grundsätzlich immer, das wisst ihr hoffentlich, mit beiden Händen und nicht zentral an einem Punkt. Und jetzt gucken wir mal, ob sie auch wirklich aufgeht. Ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze geht. Nur mit einem Schraubendreher kann auch eigentlich jeder Laie ganz einfach seinen Frunk hydraulisch öffnen lassen. Solltet ihr Fragen zu diesem Setup haben, gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.